Hallo, meine lieben Steinestapler. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu sehr vermisst. Kurz, dass ihr wisst, was los war. Die Kurzfassung ist, ich hatte einfach eine Grippe in der schlechtestmöglichen Zeit. Die längere Fassung ist, ich hatte erst eine Lebensmittelallergie und dann eine Grippe, weil die Allergie halt dafür gesorgt hat, dass die Grippe sich gesagt hat, hey, guck mal, ein geschwächtes Immunsystem, geil, da gehe ich rein. Und ja, das war nicht gut. Meine Stimme war komplett untauglich zum Aufnehmen. Ich hätte alle 30 Sekunden Husten oder Niesen rausziehen müssen. Ging halt gar nicht. Aber jetzt geht's wieder und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt, um die Zeit aufzuholen. Denn es haben sich eine Menge Videos angesammelt, die in der Zeit hätten kommen müssen. Was ich jetzt tun werde, ich werde die drei Hefte, die mindestens eine Woche zurückliegen, also Lego Bat Symbol, Lego City, Lego Friends, in diesem Video in Kurzform vorstellen, werde morgen Lego Hidden Side vorstellen, das erste Heft, dann kommt eine Polybag, dann kommt die nächste Lego Star Wars raus und dann habe ich auch noch ein Lego Heft, das ich im Bahnhof entdeckt habe, von dem ich bis jetzt nicht wusste, dass es ein regelmäßig erscheinendes Heft ist, das dann auch demnächst kommt und das nicht von Blue Ocean ist. Das ist das, was kommt und danach stehen noch ein paar andere Sachen an. Übrigens interessant zu wissen, ob euch nochmal ein Adventskalender-Video von mir interessieren würde, weil da ja einige schon drüber gesprochen haben über den Adventskalender. Und ich bin nicht sicher, ob das hier nochmal Sinn macht. Okay, kommen wir zu den Heften. In chronologischer Reihenfolge kam als erstes in der Pause Lego Bat Symbol seit dem 10. September raus. Also so sieht das Heft aus. Diese limitierte Karte ist drauf. Der Joker mit zusätzlichen Zähnen, falls die alten vom Grinsen kaputt gegangen sein sollten. Ich meine, die sind schon gut gelb. Das wird nicht mehr lange halten. Hat diese Werte. Heft sieht so aus. Und weil das hier eine Zusammenfassung ist, rede ich nicht allzu viel drüber. Hier sind die Poster. Die Justice League ohne Aquaman. Und Batman gegen den Joker. Nein, der Joker gegen Batman. Und bei dem Heft war dabei der Joker. Und das ist ein richtig schöner, ja, so ein Jack Nicholson Joker. Wer die 80er Jahre Filme kennt, das sieht am ehesten nach Jack Nicholson aus. Mit einem schönen, großen, bekloppten Hammer. Nicht so groß wie Hammer die Kohle immer hat, aber trotzdem netter Hammer. Und dieses Teil hier ist halt auch für Teile-Sammler interessant, die eigene Sachen bauen wollen. So ein Einmal-Einer Stein mit zwei Seiten, ob man die mal was dran stecken kann. In diesem Fall eben die Schlägelflächen vom Hammer. Und der Dynamitstange hat er auch noch. Und was er auch noch hat, ist ein zweites Gesicht, das nicht ganz so nach Joker aussieht. Da fand jemand seine Witze nicht lustig. Aber ich bin sehr froh, dass endlich auch mal ein Schurke in Lego Batman dabei ist. Bisher hatten wir immer nur Helden und die konnten niemanden bekämpfen. Ich habe zum Glück noch ein paar alte Schurken da. Aber komischerweise nicht den Joker. Insofern sehr gut, dass ich den jetzt auch mal habe. Weil von echten Batman-Gegnern hatte ich bisher, glaube ich, tatsächlich nur Mothman. Und bei Mothman wusste ich noch nicht mal, wer das ist. Ich habe es dann später rausgefunden. Der kam dabei, als ich ein paar andere Figuren gekauft habe. Und die Vorschau für Lego Bat-Symbol. Für die nächste Ausgabe haben wir wieder einen Batman. Aber einen Batman in einer Rüstung. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß noch nicht wo. Das ist jetzt blöd. Aber okay. Schöner, dick gerüsteter Batman. In der Rüstung kommt am 19. November. In dem Heft, das so aussieht. Seien wir mal gespannt. Lego City am 13. September erschienen. So sieht das Heft aus, so sehen die Poster darin aus. Das hier ist Ben Biker. Und das ist auch Ben Biker. Und das Erste, was ich schade finde, ist, dass seine Haare nicht dabei sind. Das ist immer so bei Figuren mit Helmen. Da hätte ich halt gerne die Haare dabei. Einfach damit man die Figur auch ohne Helm zeigen kann. Aber okay, so ist es. Es sind auch wieder Star Wars Sammelkarten dabei, die ich jetzt normalerweise nicht weiter reinschauen würde, aber ich habe beim Reinschauen dann doch zwei gesehen, die ich sehr schön fand. Erstens
dieser wunderbar bekifft aussehende Yoda. Und zweitens, wenn ihr immer schon mal sehen wolltet, welchen Gesichtsausdruck Boba Fett hat, wenn er grimmig ist. Diesen. Jetzt könnt ihr das auch erkennen. Hervorragend. Aber auch hier, schnell zur Beilage. Ich habe sie hier auch schon wieder vorher zusammengebaut, damit es etwas schneller geht. Hier ist Ben Biker auf seinem Bike. Flottes Sportbike. Zum Glück kann er sich hier festhalten. Das ist deutlich einfacher als hier an diesen bekloppten Pseudolenkern, die Lego immer wieder da hat. Wobei die hier gehen noch. Da kann man tatsächlich mit etwas Gefriemel und Gemurkse dann doch eine Figur dran sich festhalten lassen. Aber das passt auch. Schade finde ich bei diesem Motorrad. Ich nehme ihn mal ab, dass hier keine Noppen sind. Ja, auf jeder Seite nur eine Noppe, damit man die Füße sicherer reinstellen kann. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee, Lego. Ja, dann kann man das Motorrad auch mal auf den Kopf halten und der Fahrer fällt nicht raus. Wie wär's? Interessant außerdem noch dabei dieser Pizzakarton. Ist ein bedrucktes Teil, immer schön. Schöner wäre auch hier noch gewesen, wenn eine 1x2er-Platte dabei gewesen wäre mit nur einer Einzelnuppe. Dann könnte man die Pizzas auch schön mittig da drauf setzen und nicht so komisch da hinten hängen lassen. Hey, es ist Licht und Schatten. Aber es ist trotzdem schön, dass wir mal das Teil haben, dass man Pizzaboten haben. Das ist ja auch etwas, was bei Lego City nicht so oft ist zwischen den ganzen Polizisten. Mal wieder was für einen richtig schönen Stadtalltag für die Lego City. Das gefällt mir, auch wenn es natürlich rechnerisch nicht so viele Teile sind, weil das Motorrad halt aus zwei riesigen Teilen plus zwei Räder und dem Lenker besteht. Das senkt die Teileanzahl, aber dafür ist es halt groß. Und hier ist nochmal unser Ben Biker. So guckt er. Der guckt auch nicht anders, der guckt nur so. Mit dem offenen Hoodie hier, blaue Beine. Hinten nochmal Hoodie-Bedruckung. Eine unspektakuläre Figur. Aber es ist ganz nett, mal wieder normalen Menschen. Normaler Mensch im Gegensatz zum Polizist klingt so bekloppt. Aber ja, einen normalen Bürger halt von Lego City zu haben, der einfach nur in der Straße rumlaufen kann und sich halt in unser Stadtbild wunderbar einfügt. Auch hier wieder Vorschau und, wer hätte es gedacht, eine Polizistin. Hat mir lang nicht mehr, wobei diesmal muss ich sagen, ich glaube, die werde ich akzeptieren. Das ist eine Polizistin im Blitzer und das ist deutlich alltagstauglicher als 500 Polizisten mit Polizeiwagen und Motorrädern und Hubschraubern und Flugzeugen und überhaupt. Boote hatten wir noch nicht, also jedenfalls nicht im Magazin, natürlich schon bei Lego. Aber das ist alltagstauglicher, deswegen will ich das erstmal akzeptieren. Wie es tatsächlich wird, sehen wir bei diesem Heft am 15. Oktober. Und dann bleibt noch ebenfalls am 13. September erschienen Lego Friends, die Nummer 5. Sieht so aus, hat diese Poster, hat dieses Comic, bei dem ich habe Fragen an Andrea. Und ich habe eine Frage, warum hat dieser See und Tentakel, oh Gott, was ist bei Lego mit Seehunden los? Tentakelmonster und ja, oh Gott. Oh Gott. Nichts dabei, außer der Hauptbeilage natürlich. Unser Hundesalon, bestehend aus zwei Teilen. Erstmal so ein Frisiertisch, wo der Hund dann gekämmt wird und was Lilanes bekommt. Haargel? Ich habe keine Ahnung. Es ist lila. Und ein Hundekuchen da hat, kann er sitzen, kriegt eine Schleife auf den Kopf, sieht bescheuert aus, ist er froh. So sieht unser Hund dann ansonsten aus, so sieht er ohne die blöde Schleife aus. Ist eigentlich ganz süß, das Band hier mit dem Stern ist schön, schöner Aufdruck. Ansonsten ist es halt ein kleiner, brauner, ja, ein Welpe. Das ist kein ausgewachsener Hund, das ist ein Welpe.
Er hat das Band, wieso habe ich das Band jetzt wieder draufgesteckt? Er hat das Band dabei, das man draufstecken kann, aber nicht muss. Ich werde es nicht draufstecken und das Band wird irgendwo in meiner Figurenzubehörkiste verschwinden. Aber was man außerdem mit dem Hund noch machen kann, ist, man kann ihn natürlich auch noch baden. Mit dem sehr schönen Wasserhahnteil, das ich ewig lang nicht mehr gesehen habe, in Gold. Ein paar durchsichtige blaue Einzelpinne, um Wasser zu simulieren. Und die kleine geformte Wanne. Das ist alles recht einfach gebaut, aber durchaus effektiv. Und der Hund ist nett. Passt auch alles ganz gut in die Lego Friends Welt. Das wäre die Lego Friends und diese geht weiter. Ups, am 5. November. Dann mit der Backstube von Olivia und wir sehen schon alles schon im Weihnachtsdekor, weil das dieses Jahr die letzte Ausgabe sein wird. Also für 2019, 2020 geht das jetzt schon noch weiter. Und man hat dann entsprechend natürlich schon im November eine Weihnachtsausgabe. Und das waren die Hefte, die wir in meiner Pause verpasst haben. Weiter geht es, wie gesagt, morgen mit Lego Hidden Side. Das Heft, das nicht angekündigt war, außer ganz kurzfristig in ein paar Anzeigen, bei dem ich mich schon gewundert habe, dass es nicht existiert, weil Lego bei Hidden Side ja so ein Riesenbohai drum macht. Da ist es. Seien wir gespannt. Bis morgen.